Auch im letzten Heimspiel des Jahres hat es nicht für einen Sieg gereicht. Werder spielt trotz traditionellem Weihnachtsbaumemblem auf der Brust nur 1-1 gegen den ersten FC Köln. Ich denke, wir sind gut ins Spiel gekommen, haben schnelles Tor gemacht und auch erste Halbzeit sehr kompakt gestanden, gut verteidigt und auch nach vorne Akzente gesetzt. Und zweite Halbzeit ein bisschen eingebrochen, kann man so sagen. Und dann natürlich das bittere Gegentor, weiß auch nicht, ob es abseits war, aber ist halt jetzt nur mal so. Nach der erneut zeitweise schwachen Leistung und dem gerade mal vierten Punkt im eigenen Stadion gilt es im DFB-Pokal gegen Gladbach am Dienstag volle Konzentration zu zeigen. Ich finde Pokal einfacher, wenn du spielst erste Liga gegen erste Liga. Weil jeder weiß, es immer kommt Überraschung vom kleinen Verein, weil es wie ein Spiel des Jahres. Ich sehe Dienstag als 15-15. Es bleibt abzuwarten, ob das Team von der Weser dem Druck von zwei Wettbewerben gewachsen ist.